Oh. Er deutet mit seinem blutigen Schwert in Richtung der zweiten Pyramide. Ah. Da kommt also das Blut her. Wenn ihr nicht gottlos sterben wollt, sondern von Paios auserwählt werden wollt, dann zieht gegen sie. Aber tretet dieser Pyramide nicht zu nah. Greifenbund. Die Kamautgarde muss sterben. Muss sie, aber wenn wir sie jetzt angehen, würde dies unseren Widersachern die Gelegenheit erlauben, uns in den Rücken zu fallen. Was tun sie auf der anderen Pyramide? Meint ihr, sie haben sich dort verschanzt oder ist es überhaupt die richtige Pyramide, an der die Bandstrahler sind? Boxacker. Die ist noch nicht hier. Die ist noch irgendwo unterwegs. Naja, müssten wir auf den Kundschafter warten. Orkenfeld, ihr sagtet ja, eure Männer würden nicht gegen die Preioten ziehen. Das sagte ich. Gegen die Rote Legion und die Kamut-Gardisten ziehen wir sehr wohl. Naja, dann denke ich ja, ihr kennt euer Ziel. Werdet ihr uns begleiten? Gemach. Ja dann. Ein Sturmangriff auf eine Kundschaften. verschanzte Position ist eine schlechte Idee. Greifenbund, ich sehe, dass ihr hier ebenso wie ich gesegnet seid, richtig? Sprich. Wenn wir beide den Sturm führen, auf dass ihre gottlosen Waffen an unserer göttlichen Rüstung abprallen mögen. Wir sind zu einem Zweck hier, einem bestimmten Zweck, Raphim. Ihr Den dürfen wir nicht aus den könnt Augen verlieren. finsteres Unlicht erkennen, was von der zweiten Pyramide vom Sockel her rührt. Aber mir, du erkennst es. Irgendetwas geht dort vor. Du spürst ein leises Beben in den Sphären. Eine Beschwörung. Dort findet ein finsteres Ritual statt. Wir sollten uns beeilen. Gut, keine Zeit zu verlieren. Marschall, übernimmt die rechte Flanke. Afim? Die rechte Flanke. Die rechte. Das ist die der Bandstrahler. Ihr meint, dass sie uns nicht angreifen werden? Afim, nimm die Hälfte deiner Männer und lass sie die Nachhut bilden. Nein, ich denke, die Sonnenlegionäre sollten mit uns dieses Ritual aufhalten. Tun sie, deswegen werden deine Männer die Nachhut bilden. Ihr könnt das Knacken hören und dann seht ihr, wie Hövelamarix Fuchsecker mit einem Bolzen in der Brust herantaumelt. Recht schnell. Nun, es sind ein Banner. Und sie haben einen Banner aufgestellt. Ein Banner der Furcht. Seid Oh. vorsichtig, sie haben einen Magier. Dann geht sie in die Knie und dann Dickrecht! wie. Dickrecht! Ja, Bruder, Schwester. Kümmere dich um sie. Mach ich. Wir marschieren auf Ja, ich diese werde. Pyramide zu. Raphim, wenn es darauf ankommt, sieh zu, dass du diesem Magier die Eingeweide rausreißt. Ei, aber mir könnt ihr uns schützen. Sonnenlegion, Natürlich. Feindbär! Dann geht's vorwärts. Ich werde Wenn irgendwie Belharion Minning versuchen. hier auftaucht, haltet euch von ihm fern. Ich versuche, den Magier irgendwie ins Visier zu bekommen. Sehr gut. Sehr gut. Der Magier sollte oberste Priorität haben. Kommt ihr alle an, wir bilden die Bin ich Sturmspitze. denn hier? Männer, Angriff! Ihr könnt sehen, wie die Bandstrahler von oben schreien. Die Schilde werden positioniert und ihr könnt sehen, wie weitere Bandstrahler aus dem Inneren der Tempelpyramide nach zur Treppe strömen, sich aufstellen. Oh, wir passieren euch nur! Haltet ein! Kein Schritt weiter! Gottlose! Wir müssen die Kamurat-Garde aufhalten. Die Brücke ist eingestürzt. Dann springen wir hinüber. Wollt ihr, dass wir eure Feinde bekämpfen oder nicht? Ihr habt's gehört. Mit Prallos! Mit Preuß, vorwärts! Praovinia ist der Erste, der hinüberspringt. Seine Männer tun es ihm gleich. Sie müssen die Aufstellung etwas verlassen. Ihr könnt auch erkennen, wie die gepflasterten Steine hier überflutet sind. Es ist ziemlich rutschig und schmierig. Und dann auf der anderen Seite verteilen sie sich wieder im Dschungel und verschwinden nach wenigen Metern, trotz ihren weißen Kleidungen. Ich habe ja die Hoffnung, dass deren Aufstellung auf der rechten Seite die Bandstrahler ein bisschen zögern lässt, wenn sie Ideen haben. Wir gehen dann hinterher. Auch mehr oder minder geordnet. Also gar nicht, es sind ja die Treuzacker.
Und ich ziehe sie etwas nach vorne, damit wir nicht direkt an den Bahnstrahl anstecken, an den Dings hängen. Ja, sollen die weiter im Vorfeld gehen? Die hört sich an unserer rechten Flanke. Auf eurer rechten Flanke? Also da, wo es möglich ist. Okay, hätte ja sein können, dass ihr irgendwie noch im Süden eine weitere Flanke aufmachen wollt. Das hätte ja auch gut sein können. Aber dann halten sie euch eben... Wir müssen erstmal den Kampfplatz sehen. Das ist der Kampfplatz. Aber wir können ihn ja nicht sehen von hier aus, meine ich. Das ist die Pyramide, um die es geht, richtig? Ja. Ja. Aber wir sehen nicht, wo deren Beschwörungskreis ist, wo dieses Banner aufgestellt haben. Das also die Lichter kamen von hier. Ja, also die Sonnenlegion wird dann halt von hier angreifen. Und wir hier über diese Achse. Wie hoch ist denn diese Pyramide? Kommen die da überhaupt hoch? Über die Treppen. Ja, aber also sonst nicht die, richtig. So bewachsen wie die, jetzt kann man dann doch auch klettern, oder? Wir sind auf Maraskan. Es ist, also du kannst ja schon sehen, dass alleine die Gewässer hier so stehen und alles ist irgendwie schmierig und glitschig und ja, es ist bewuchert ohne Ende. Und das ist eben nicht diese Bewucherung, wo man sich gut festhalten kann, sondern vielmehr die, wo man abrutscht. Und okay, dann rennen wir halt über die winzig schmale Brücke des Todes drauf zu. Das ist eine saubeschissene Idee, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, wir beide dann die Sonnenlegionäre, die sind schwerer gepanzert und am Schilde. Ja, definitiv. Weil die anderen werden zerschossen. Denn die Rotzacker werden die dann sowieso, sobald wir erstmal anhalten, überholen, nehme ich an. Intuitionsprobe, ja. Dann haben wir. Dann wieder ein Zand. Wenn es um Überraschung geht, ist es gelungen. Ja, Pranke. 12. Okay, die dürfte ich wohl parieren dann. Ist irgendwie. Rechne bei Erschwernisse für schlechte Positionen hinterher ein, aber das würde vermutlich auch, wenn ich mich irgendwie drehen muss, passen. Okay. Da schon wieder einer! Er hatte aber einen Sturmangriff und dann schauen wir doch einfach mal, wie viel Schaden dabei rumkämen. Sturmangriff sind 4 plus die halbe Geschwindigkeit. Seine Geschwindigkeit ist aktuell bei 56, kann das sein? Nee, Geschwindigkeit wird anders berechnet, das eh nie. Seine Geschwindigkeit wird genauso verdreifacht. Genau. Also seine Grundgeschwindigkeit, müsste ich jetzt im Traktat ausmachen. Ich glaube, die ist nur 8 oder so. Echt? Ach, jetzt schaue ich nach. Jetzt hast du es geschafft. Tractatus contra Dämonis. Band, das ich leider nicht offen habe. Tractatus habe ich nicht, aber WDZ gibt sie mit 8. Echt? 8 mal 3. Da hat er mal 24. 24 halbe sind 12. Ja. Also plus 16. Dann zerbirst dein Schild doch gar nicht. Ist das ein geweihtes Schild? Nö. Das ist ein normaler Schild. Eisen verstärkt halt. Okay, dann kannst du mal... Ich mach dir gerne Bruchfaktorprobe. Ja, bitte. Ja, 25 Schaden, Bruchfaktor. Ja, das ist nicht die 12. Nicht die 12, aber der Bruchfaktor steigt um pro 10 um 1 Punkt. Also um 2 Punkte. Okay. Es knackt einmal und dann ist der Zand wieder verschwunden. Ich würde derweil, wenn es zulässt, ein Aures Narsis in einer beweglichen Form wirken. Ein Aures Narsis in einer beweglichen Form? Und zwar würde ich ein Pentagramm neben mir erzeugen, das neben mir schwebt, mit den Sigillen des Blaha. Du musst das während dem Gehen machen. Aber Kanesitiana ist halt der Paktierer unter euch. Du brauchst eine Vorbereitung eines Pentagramma zur Erklärung. Gut. Also wir marschieren relativ gemächlich hier durch den Dschungel, weil naja, es ist ein Dschungel, aber wir halten nicht an. Ja, dann bleibt er einfach stehen, ist auch okay. Genau. Dann würfel dein Zauber, währenddessen könnt ihr von vorne irgendwo auf eurer rechten Flanke hören, Zand! Und dann beginnt das Schlachten bei der Sonnenlegion. Ja, sehen die so aus, als wären die jetzt komplett gefordert? Du hörst erstmal nur den Ruf Zand und dann auf alle Fälle Krallen und Metall und Säure, die um den Dschungel herumspritzt. Aber der Blättergewürf weiß doch nicht, was da passiert. Greifen, und wir haben keine Zeit. Wir müssen diese Pyramide hoch. Sonnenlegion, vorwärts! Zum Angriff! Dann laufen wir selber los. Es gibt hier nichts zu taktieren. Wir müssen diese Festung von vorne über die schmale Brücke angreifen, weil wir haben keine Zeit. Ansonsten können wir hier irgendwie umstellen und dann irgendwie die Skaliten hochkraxeln, aber gibt nichts. Okay. Ich aktiviere mal meinen wirbelnden Luftschild. Also was macht die Sonnenlegion, wenn wir jetzt hier rüber rennen? Bleiben die stehen? Kämpfen die? Oder will man eine Überzeugenprobe? Überzeugen? Die ist erleichtert um 5. Ja. Und dann ist sie noch mal erleichtert um 7.
Also, ja, komm, dann 12? Überzeug die Boys. Was, ist das eine Pri-? Vermutlich nicht. Das geht, das ist nur die 28. Du kannst die Stimme von Prailwin hören. Ich nehme den Zahn, euer Schwert, das ist nutzlos. Unterstützt die Trollzacker. Auch ein Satz, von dem er nie gedacht hätte, dass er mal sagen würde. Nee, bestimmt nicht. Das wird es nicht in seiner Autobiografie schaffen, dieser Satz. Ja, also die Sonnenlegionäre müssen halt Worte. Direkt hinter uns, weil die haben Schilder. Also die werden halt vielleicht nicht so zerschossen. Damir und Jalan. Und sobald wir dann drin sind, können die mich einen stabilen Kern bilden und die Trollzacker können dann an den Wummer einbrechen. Das heißt, die Sonnenlegionäre sollen nach vorne? Ja, genau, also die rennen jetzt bald. Direkt mit uns hier rein und dann halten sie im Grunde den Einbruch. Wenn wir denn einen solchen überhaupt produzieren müssen. Ich weiß nicht, wie die Kamera gerade jetzt das empfängt. Ihr könnt maximal zu zweit auf der schmalen Treppe nach oben steigen. Ja, maximal meine Waffe zu zweit. Und dann geht's hoch. Ihr könnt sehen, wie die ersten grinsenden Kamortgardisten und roten Legionäre auf den Treppenstufen auftauchen oder aber auf den Balustraden rechts und links positioniert, als hätten sie euch erwartet. Und dann könnt ihr sehen, wie ein Magier in einer schwarzen Gewandung nach vorne tritt. Er deutet einfach nur auf die Rote Legion. Ihr könnt sehen, wie sie Armbrüste gespannt haben. Ja, lediglich weißt du, was die... Zwei Stück. Weißt du, was die Sonnenlegion jetzt macht? Die wird sich hinter uns einfach auf diese Balustraden, so breit wie die sind, also kann man zwei, drei Mann breit auffächern. Dann Schilde hoch und auf die Rote Legion zu. Ihr könnt ein leise gemurmeltes sphärisches Feuer hören. Und dann seht ihr, wie die Armbrüste abgeschossen werden. Tilde! Nicht auf euch. Nicht auf die Sonnenlegion. Der Bolzen pflockt irgendwo hinter euch in den Dschungel. Ich habe hier meinen wirbelnden Luftschild an. Ja, aber er zählt ja nicht auf dich. Nee, stimmt. Die schießen auf Cryovin von Orkenfeld, oder? Nein. Ich glaube nicht, dass das die Stelle, wo eure Treuzacker stehen. Schreit denn jemand? Noch nicht. Das ist alles gut. Wie gesagt, Rafim und ich schreiten jetzt Schulter an Schulter hoch. Und dann die Sonnenlegion kann hinter uns hochgehen und dann hier zwei Mann breit, die wir auf der Balustrade ausfächern. Aber mir, du wirkst deinen Auris Nasus? Genau. Ich hatte fünf Aktionen für gebraucht. Das ist ja nur eine optische Komponente. Keine höher oder sonstige Komponente. Und jetzt schwebt wird ein Pentagramm neben mir mit den Zeichen des blutigen Schnitters. Das Zeichen des blutigen Schnitters. Wie? Zum Glück keiner von uns erkennt. Du siehst, wie ich würfel gerade trotzdem einfach mal einen überraschenden Schuss mit deiner Armbrust. 3. Er pflockt in die Rüstung eines der Trollzacker, der neben dir steht. Es muss wohl Ashirut Duncha sein, die Trollzackerin, die besonders groß neben dir aufragt und jetzt gelüsternd auf die merkwürdigen Zeichen steht, sie blickt. Und dann siehst du, wie sich irgendetwas in ihr verändert. Sie ist nicht tot. Sie interessiert sich gar nicht für den Armbrustbolzen, aber du siehst, wie eine lodernde Wut von Belhalha in ihren Augen aufflammt. Oh je. Und du siehst, wie weitere Veränderungen in den Korga stattfindet. Oh je. Wie eine Welle. Und sie ergreift dich ebenso. Ausgehend von diesem einen Bolzen. Ein Jähzorn, der in dir hochflammt. Carnifilio, Raserei. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Zurzeit 10. Dann Würfel. Oh je. Warte, Würfel auf Magieresistenz? Selbstbeherrschungsprobe. Ich denke mal, ich bin auch damit betroffen, denn ich bin stehe ebenfalls bei den Korga und Abelmir. Okay. Ein Großteil der Korga hat leider den Nachteil Blutrausch und dementsprechend ist ihre MR von irgendwie 3 bis 4 oder 5 nicht relevant. Nice! Super! Finde ich gut! Gut, dass du 1, 2, 3, 4, 5 in deinem Gesicht hast, aber ja, nimm mal die Trollzacker mit! Die brauchen wir sowieso nicht mehr! Die können sich im Dschungel am besten aus! Diese Welle aus Verzweiflung und Hass, ausgehend nicht von deinem Siegel des Belhalha, nein, das ist es nicht, ausgehend von diesem Bolzen. Du siehst, wie Duncha ihn einfach abbricht. Und dich mit dem abgebrochenen Bolzen angreift. Okay, der ist ja nur ein Knüppel. Genau, so einfach eine Raufenprobe mit einer improvisierten Waffe.
Sie trümmert ihn dir trotzdem in die Fresse. Muss ich ausweichen oder kann ich parieren? Du kannst parieren, du kannst ausweichen, du kannst ringen. Dann pariere ich natürlich mit dem Säbel. Es ist entweder ist für dich erleichtert oder angreifen ist für ihn erschwert, ganz normal. Angreifen ist für ihn immer schwer. Ja, okay. Ist egal. Okay. Die Trollsacker gehören nicht mehr euch. Es war nett, euch beide gekannt zu haben. Diamant, ich glaube, du kommst raus, wenn du jetzt in dieses Wasser springst. Ich habe mal gehört, Trollsacker fürchten Wasser. Ich glaube, wenn die in Rasserei sind, fürchten die gar nichts. Ja, doch, gut, aber dann können sie immer noch nicht schwimmen. Ja, aber dich schon noch ertränken, wenn die einfach auf dich drauf springen. Siehst du, der Sonnenlegion passiert sowas nicht. Während ihr langsam die Treppenstufen rutschig, wie sie sind, nach oben steigt, könnt ihr das Schreien und Kreischen der Trollsacker vernehmen. Ja, Rafim, wieder Schulter an Schulter, hm? Ich kümmere mich um die rechts. Nein, wir beide müssen hoch. Lass das die Sonnenlegion machen. Okay. Ja. Okay. Und wie gesagt, die Legionäre können sich meinetwegen, die haben große Schilde, die können sich mit den Armbrustschützen ausklamüsern. Richtig, Rote Legion verfügt über Schnitter und Armbrüste, Kamortgarde verfügt über Kurzbögen und Nachtwinde. Dann könnt ihr nach und nach nach oben stiefeln und ja, die Sonnenlegion wird euch natürlich pflichtbewusst folgen. Ihr seid sehr froh, dass sie bei euch sind. Definitiv. Okay, erste Kampfrunde. Wir beginnen von unten nach oben. Die Sonnenlegion rückt gemeinsam mit euch vor und möchte die Rote Legion angreifen. Die Rote Legion ist glaube ich, noch auf ihren Nahkampfwaffen, auf ihren Fernkampfwaffen, oder? Nee. Ah. Das waren nur zwei Armbrustbolzen von der Kamortgarde. Versuch was wert. Beziehungsweise von der Roten Legion zwei Stück nur. Hm. Ja, die würden erstmal Schildparaden verzichten, also nur auf Schildparaden gehen und euch eben das Hochstiefeln, würden natürlich noch irgendwie Armbrustbolzen abfangen, falls da noch irgendwas kommt, aber würden euch folgen. Sind natürlich auf Boltax und auf Zulamin angewiesen, die da eben nach oben stehen. Rafim, 17. Ist irgendwie noch eine Hoffnung da, die da zu retten, oder hören wir einfach nur noch absolutes... Ach komm, wir hören einfach nur Kämpfe von hinten, oder? Ja. Weil nach allem, was wir wissen, ist dann einfach gerade drei Zantim aus dem Gemisch gekrochen. Ist ein guter Punkt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, ich versuche, die vor mir anzugreifen. Ja, Kamortgarde. Ich muss gerade gucken, die haben im Prinzip kein Schild, nein. Einen unmodifizierten Angriff? Ja, ich überlege gerade, doch, die sind auch tatsächlich auf Parade. Ich geh trotzdem mal Nachtwind, ich mach da mal eine 16. Ja, sie haben sind die große Gegner? Nein, sind sie nicht. Ja, dann dürfen wir dann haben sie jetzt ein Problem. Ich würfel einfach mal 2W20. Er kann ausweichen. Er muss ausweichen, wenn er nicht sterben will. Achso, er muss ausweichen. Wenn er nicht sterben will. Dann ist das die Ausweichenprobe. Ja, das wird er nicht geschafft haben. Dann wird das die 9 auch nicht geschafft haben und die 20 kann ich trotzdem nochmal bestätigen. Gibt es einen Ausweichenpatzer? Ist ein Nahkampfpatzer? Ja, selber wie Nahkampfpatzer. Ja, dann würfel mal bitte Nahkampfpatzer. Willst du rüberfilmen? Ja, warte, mach ich schon. Kannst ihn im Prinzip auch runterziehen. Wert A. Das war die Trefferzone. Stolper. Ja, dann warte, weißt du was, dann mit der 20, dann zieh ihn doch einfach an dir vorbei runter und dann... Das war der falsche, das wäre der hier. Ja, dann zieh halt den. Ist auch okay. Ja, dann würde ich ihm dabei aber noch gerne eine mitgeben wollen. Klar. Der brutzelt jetzt in die Rote Legion rein. Und du hast dann Pylos, ne? Natürlich, deswegen greife ich auch auf die 18 an. Und du hast nur zwei Aktionen, das ist auch ganz gut. Ja, richtig. Wir haben nur zwei Aktionen. 13, Boys. Ich bin ready. Trefferzone Bauch, 18 TP. Die haben eine Rüstung von, steht drinne, 5. 5 überall. Oh, da bin ich ja besser gerüstet. Das ja, aber nicht in allen Zonen. Nein, das stimmt. Okay, dann ist der mit 8, 13. Dann hat er auf alle Fälle eine Wunde. Und ich würde mal sagen, durch den Zustand kriegt er, durch den Fall kriegt er eine zweite Wunde. Verschiedenes, zwei Wunden. Gut, das war deine erste Aktion. Willst du noch ein zweites Mal auf den anderen, der ausweichen wollte? Ich muss parieren. Obwohl, warte, fuck. Du musst nicht parieren. Angriff, scheiß auf parieren. Ich wandel um und greif an. Achso, warte mal, stopp. Die Kamerakarte ist schneller als du dann. Nee, die sind noch auf 17. Weißt du was? Ich hau dir trotzdem eine ins Gesicht. Ja, hau mir eine ins Gesicht. Ich hau dir jetzt eine ins Gesicht. So, Kamerakarte. Nachtwind, 18. 1W6 plus 5. So, und jetzt kannst du mir erzählen, wie hoch dein Rüstungsschutz ist. Also in der schlechtesten Zone 14, im besten Fall 9. So, und jetzt kannst du dich bitte darauf versteifen, dass du nicht mehr parierst. Ja, das war nicht auch jetzt. Danke. Alter, ich auch du hast hier mehr als ich und ich dachte, ich hätte wieder nicht viel. Der hätte auch schwarzes daneben.
Peinlich. Ja, es ist ziemlich rutschig. Er taucht dann drunter durch, springt drüber und ja, steht wohl immer noch vor dir und du siehst, wie weitere Kamottgardisten nachrücken. Jalan, vor dir steht auch einer und zwar mit der 17. Ziehe vor. Ja. Ich ziehe erstmal meine Waffe schnell. Wahrscheinlich habe ich ja schon getan, aber ich schnell ziehen habe, ist es wieder egal. Dann rufe ich ihm Ruin und sage: Sieh, Feuers Macht, du Sack! Und ziehe die Liturgie aus meiner Rüstung. Und zwar ist das die goldene Rüstung, die jetzt aus der Rüstung kommt. Ich fand das passend. Du bist auch sowieso schon leuchtend. aber jetzt doppelt. Muss er eine Mutprobe würfeln? Nein. Ist einfach geblendet, ne? Also, nein, sorry, ist die goldene Rüstung, also es blendet ihn gar nicht. Sorry. Sekunde, ich verliere erstmal den Rüstschutz der geweihten Rüstung, weil der war ja Stand der Rüstung, fällt ab, natürlich. Und dann, ich hatte 17 über. Das ist also eine 17 LKP Stern goldene Rüstung. Und was die macht, lese ich nochmal vor, denn das ist schon eine ganze Weile her. Um mich anzugreifen, muss eine Mutprobe gelingen, die erschwert um LKP Stern halbe ist. Also Hälfte von 17 sind 8? 9? 9. Nachdem er das geschafft hat, muss er nicht wiederholt werden. Außerdem sind Angriffe und Zauber gegen mich um LKP Stern halbe erschwert. Dankangriffe um die vorherigen LKP Stern. Gut. Auf lichtscheue und lichtempfindliche Wesen wirkt die Aureole wie normales Sonnenlicht, aber das findet hier vermutlich keine Anwendung. Und dann zimmer ich ihm noch einen Streitkolben in die Fresse. Warte mal, ist er vor dir dran? Er ist nicht 8 Phasen, also er kann vor mir antagieren. Ich muss sagen, er ist vor dir dran und haut dich mit seinem Nachtwind. Du hast sowieso schon einen. Aua. Also erstmal Mutprobe. Ja, er würfelt eine Mutprobe. Im Übrigen ist alles um mich herum, hat Mut verringert um 4. Er weicht zurück. Und kann nicht zurück, sein Kamottgardist faucht ihn weiter an und stößt ihn dann selber runter und er fällt dann runter. Dann halt der Nächste, komm her! Und dann hau ich halt dem einen Streitkolben in die Fresse. Er hat vermutlich noch eine Aktion, denn er hat ja nur eine gebraucht, um seinen Kameraden runterzuschubsen. Voltax, 19. Ja, ich würde mich weiter nach vorne begeben. Also meine beiden Aktionen benutzen, um zu den anderen aufzuschließen. Trag von Kekrach. Warum auch immer der jetzt? Das habt ihr denn selber ausgewürfelt? Und ich bleibe bei Boltax, also ich gehe mit ihm gemeinsam. Ich glaube, du hast Trag mit allen anderen Spielercharakteren hier reingezogen. Das kann sein, ja. Und wir haben ihn einfach da liegen lassen, wo wir waren. Das ist die Trollzacker-Ini. Ach stimmt, das ist die Trollzacker-Ini. Dann würde ich auf jeden Fall vorziehen bei ihm. Vielleicht eine gute Idee. Okay, Abel bezieht vor. Ich würde einen Zauber wirken, und zwar einen Umbra Porta. Ich verkürze die Zauberdauer um 2x. Oh, das ist sehr gut. Plus 5 und ich würde mich wegbewegen, also über diesen Kanal rüber. Ich habe eine ZFW-Reichweite. Also, Davianern sind keine Schatten. Wohin? Nein. Über den Kanal rüber, auf die andere Seite vom Kanal. Ja, aber du wirfst ja Schatten in Richtung der Sonne. Ja, klar. Keine Sorge, aber dann mach es schon hin. Er zeigt hier hin. Ein Plus 5, wie gesagt. Glaubt man irgendeinen Schatten? Ich sehe nicht so aus. Aber wo willst du hin? Hier ist kein Schatten. Aber die Sonnenlegion hat einen Schatten und von hier oben kommt gerade der Scheinwerfer. Genau, also die Sonnenlegionäre werfen ja Schatten, weil Jalan ja leuchtet. Ich weiß halt nicht, wie die das finden, wenn deren Schatten sich auf einmal zu einem Magier das Licht kommt halt von oben, ne? Von oben. Die gucken wahrscheinlich nicht. Wenn ich bewege mich halt weiter in den Radschatten der Bäume, wenn ZFW 10 Schritt ausreichen bis dahin, dann mache ich das. Nee, reicht nicht. 14 Schritt. Also beweg dich gerne 10 Schritt, aber ich will wissen. Wie hoch ist dein ZFW? ZFW Schritt, also 10 Schritt. Okay, das reicht nicht. 3. Lass den Mann messen. Die Mauer wirft bestimmt einen Schatten ins Wasser. Genau. Ins Wasser? Kannst du ins Wasser? Natürlich. Oh. Er kann schon, er will nicht, aber... Bist du eitel? Ja. Gut, dann ist alles um Eitelkeit erschwert. Okay, aber jetzt über den Zauber, oder? Nee, der Zauber nicht. Du tauchst in den Schatten ab, tauchst wieder auf in deiner Panik, die dich ergreift. Ebenso wie die Treuzacker vom Jezorn ergriffen werden, bist du einfach nur panisch und dann bist du erstmal Platschi. Nur nass und kalt. Platschi, wie tief ist denn eigentlich dieser Kanal? Also... Wie muss ich mir vorstellen, die Keilmauer oder was die Mauer da ist? Wahrscheinlich 2 Meter, also du musst schwimmen. Okay. Aber wie hoch ist die Mauer über der Wasseroberfläche noch? Achso, 1 Meter. Achso, also das ist schon ordentlich, ja, auf alle Fälle. Okay, also ich tauche da auf und nach einer Aktion gedacht und platsch. Gut, Diamantis, möchtest du es auch vorziehen? Ich höre mir gerne an, was sie. Wollen die alle auf mich einschlagen? Die wollen alle gegenseitig aufeinander einschlagen. Und wahrscheinlich wollen auch welche auf mich einschlagen. Okay, nee, dann bin ich raus. 1, 2, 3 Leute um mich herum. Komm, gib wenigstens Stierkopf die Chance, die eine zu setzen.
Vielleicht ein anderes Mal, wenn du das sagst. Ja, ich setze im Sprint ab und zwar versuche ich hier rüber zu springen. Ob es klappt, ist natürlich eine andere Sache. Vier du Schritte willst 6 Meter weit springen? 4 Meter Anlauf. Hier. Du willst 6 Meter weit springen? 5,5 Meter weit springen. Ja, dann haben wir die Regeln zu dem Weitsprung. Ich glaube, die DSA-Regeln geben das 100% her. Ja, das auch. Okay, würfel schon mal deine Athletik, ja? Ich schau nach. Und zwar, deine maximale Sprungweite mit Anlauf ist Gewandtheit plus KK minus deine Behinderung entspannen plus 2x die THP Stern in Finger. Entspannen müssten. Ja. Geil! Ja. Entschuldigung. Weiß jemand, wie viel Entspann ist? 20 Zentimeter. Danke. Okay, also das ist 20 Finger kriege ich durch meine Athletik. Okay, also wie hoch ist deine 40 Zentimeter. Wie hoch ist deine GE? Meine GE ist 16. Okay, und deine KK? 16. Also 15 plus 16. Wie hoch ist deine Behinderung? Ich habe eine keine Behinderung. Okay, rechnen wir das erstmal mal 0,2. Das sind 6,2 Meter. Ja, easy, ich bin drüben. Die Beweisführung ruht, euer Ehren. Ja, du springst, aber warte mal, ich gebe dir trotzdem Passierschutz. Ein Passierschlag kriegst du trotzdem. Kriegst du. Raffi, machst du die Treuzacker bei dir, oder? Die Treuzacker haben so keine Werte, ich würfel einfach mal einen 20er. Und dann gucken wir. Q7-NPC zum Glück. Ja, das schafft er. Also eine 10er-Schwelle schafft er mit der 8. Ja, was haben die für Waffen? Die haben ja extra Waffen, die wir denen gekauft haben. Oh ja, wir haben denen die guten Eisenwaffen gekauft. Ja, wir haben keine Ahnung, was macht der so eine Waffe aggressiv. Also die werden wahrscheinlich Bastardschwerter und Streitäxte haben. Also so ein ja, hier plus 4. Würfel ich jetzt mal die Waffen in den Angriff neu. Prius Willis! Ach, Prius Willis, okay. Dass du kassierst. Also die werden so sein auf D6 plus 4 oder D6 plus 5. Also ich hab plus jetzt einfach mal, plus TPKK natürlich, was wahrscheinlich so 3 Punkte sind. Ja, also so 15 Damage würde ich jetzt sagen aus dem Wurf. Okay, ja, nehme ich. Also ich gebe dir auch noch eine Trefferzone im Bauch. Was hast du für einen Rüstungsschutz? Das könnte eine Wunder sein. Ich kriege, glaube ich, plus 2 oder war das plus 3 durch Unverwundbarkeit? Hatte das einen Plus 2. Plus 2 und plus 1 Wundenschwelle. Denk daran, dass dies den Rücken vermutlich trifft. Okay. Also wenn du einen Kyras hast, wird das dicey. Ich habe keinen Kyras, okay. Sonst kommt das mit der Behinderung nicht hin. So, ich habe 6 Rüstungspunkte, das heißt 9 gehen durch, das ist keine Wunde, durch die erhöhte Wundschwelle. Okay. Aber dennoch 9 Schaden. Was so du jetzt viel wie Tsunami durchs Jagdgras bekommen hat. Falls nee, das übrigens, ist mehr. Falls es im Übrigen jemand interessiert, der Weltrekord im Weitsprung sind 8,95 Meter. Hätte mir zu Ende ausgerechnet, hätte ihr vielleicht gebrochen. Bei 4 Meter Anlauf, ja. Okay, dann haben wir die Trollzacke auf der 19 durch. Die Rote Legion ist dran. Und zwar gibt es von der Roten Legion einen weiteren Fernkampf. Armbrustschützen. Der bekommt ein Signal von Forlop von Faldaon, Oberst Magus der Samthandschuhe. Der spricht in der Aktion der Roten Legion. Schöne Grüße von Manning. Und dann wird der Armbrustpfeil abgeschossen. Und zwar auf die Sonnenlegion. Ah, die haben große Schilde. Also prinzipiell schon mal 4 erschwert. Kein Problem. 1. Und dann dürfen sie trotzdem noch parieren. Ja, es ist völlig egal. Es muss nur getroffen werden. Denn es geht um einen weiteren Zauber. Möchte jemand chippen? Nimmst du meinen Chip dafür? Ich nehme Schicksalspunkte ohne Ende, ja. Gut, das Ding ist, der muss halt nur treffen. Wenn der nicht einen ganz beschissenen Wert hat, greift er halt irgendwie auf die 18 oder auf die 19 an. Ja, das ist aber schon mal um 2 erschwert für Menschen ein großes Ziel und um 4 für einen großen Schild. Sie müssen, also sie können halt auch den Schild treffen. Das ist, ja, ja. Ist ja egal. Wichtige Frage. Vielleicht würde es dann weniger erwischen oder so. Welcher schießt denn? Nur, dass ich das... Hier, einer von denen. Okay, alles klar. Kannst du nicht Magnetismus machen? Das zieht uns auch alle weg. Ja. Vor allem geht das jetzt so schnell nicht. Da brauche ich schon ein paar. Vor allem wisst ihr auch gar nicht, dass das verzauberte Armbrust. Es ist die Sonnenlegion, die hat Selbstbeherrschung zum Pop-S raus. Aber vermutlich sind die anderen bis hierhin nachgekommen. Vermutlich ist es ein anderer Zauber, weil es ist ein Magier von Hafax. Die haben auch im MR zum Pop-S raus. Ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Okay. Also er hat auf alle Fälle getroffen und... Wäre ich du, wäre das jetzt der Kulminatio. Aber ich bin nicht du. Nee, besser.
Schöne Grüße von Manning.